Überhaupt nicht. Die Kompetenzzentren sind erfunden worden von der Schleswig-Holsteinischen Schule für Blinde und Sehbehinderte. Vor 35 Jahren war in Schleswig-Holstein die Situation so, wenn du ein blindes oder sehbehindertes Kind hast, dann musst du dein Kind entweder nach Hamburg ins Internat geben, in die Blinden- und Sehbehindertenschule, also die Internat, ne? Du könntest das ganze Wochenende nicht zu Hause. Oder du kannst dein Kind auch in die örtliche Schule geben, du kriegst aber keine Sonderbelohnung. Die Eltern hatten also in Schleswig-Holstein die Wahl zwischen zwei miesen Möglichkeiten. So, und da ist ein Blindenlehrer, Appelhans, der ist dann auf die Idee gekommen, wir machen mal Folgendes. Wir machen in der Stadt Schleswig, in Schleswig-Holstein, machen wir eine Schule auf, die heißt auch Blinden- und Sehbehindertenschule. Und in dieser Blinden- und Sehbehindertenschule sind heute 40 Lehrer. Aber das ist kein einziges Kind drin. Kein einziges. Diese 40 Lehrer, die haben das ganze Land Schleswig-Holstein unter sich aufgeteilt. Der eine macht im Kreis Pinneberg, der andere macht im Kreis Husum und so weiter und so weiter. Und die fahren dann rum und besuchen ihre Blinden- und sehbehinderten Kinder in ihren jeweiligen Schulen, wo sie denn gerade sind. Also, Kompetenzzentrum ist für mich ein Ärztehaus. Ein Kompetenzhaus. Aber eine Schule ohne Schüler. Und das ist der zentrale Unterschied zu Nordrhein-Westfalen. In Nordrhein-Westfalen ist Kompetenzzentrum, die behalten die Sonderschule und machen auch noch ein bisschen Export. So, und wie das denn ankommt, also da fürchte ich, wird es Reparaturpädagogik, wird es so eine Beistellpädagogik, wie wir das gesehen haben, wo sind meine behinderten Kinder, ich mache mal ein bisschen Therapie mit euch. Also das ist nicht mein Konzept.